Willkommen zurück zu einer neuen fantastischen Folge Spider-Man. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses fantastische Projekt hier mit einer Bewertung unterstützen würdet. Leute, denkt an das Gewinnspiel. Alle Infos immer noch in Folge 1. Aber Ihre Meinung ist viel wichtiger. Fragen wir den ersten Anrufer. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Hi, ich finde Bürgermeister Osborn macht einen tollen Job. Er hat in der Stadt aufgeräumt und die Wirtschaft angekurbelt. Bei allem Respekt vor dem Amt des Bürgermeisters. Die Polizei hat für Sicherheit gesorgt. Und Unternehmer haben die Wirtschaft angekurbelt. Ich finde viele Initiativen des Bürgermeisters gut, wie sein Vorgehen gegen Lebensqualität verbrechen. Aber er erntet die Lorbeeren für die Arbeit vieler anderer Leute. Er hat hohe Ziele. Das ist nicht schlecht. Aber man sollte sich vor Leuten mit hohen Zielen hüten. Früher sorgte eine wachsame Presse dafür, dass Politiker ehrlich blieben. Aber die ist ein Schatten ihrer selbst. Und jetzt haben sie nur noch mich. Na ja, wir haben nur noch dich, JJ. Du bist der Einzige. Du bist der Einzige zwischen Gut und Böse. Genau, das stimmt. Aber in einer Sache hat er recht. Norman Osborn, ja, auf der einen Seite hat er hohe und noble Ziele. Auf der anderen Seite, wer schuftet dafür? Die Polizei, die Bürger, ehrliche Geschäftsleute, Gutmenschen wie Otto und natürlich unser Freund Spider-Man. Ist Norman Osborn der Heilige? Natürlich nicht. Und wir machen jetzt erstmal hier wieder eine Mission gegen Norman Osborn, indem wir nämlich was Gutes für die Stadt tun. Und ich habe meinen Anzug gewechselt. Wir sind jetzt hier im Scarlet Spider Suit. Ben Reilly hat diesen Anzug getragen, nicht Peter Parker. Nur mal als so kleine Randinfo. Es gibt ja unzählig viele Spider-Mans und es gibt geklonte Spider-Man und es gibt Spider-Man aus anderen Dimensionen und es gibt so viel. Es gibt so viel, dass es schwierig ist, wirklich alles auseinanderzuhalten. Ey, jetzt geht die Tür wieder zu. Ich wollte nur ein bisschen Abstand gewinnen. Aber ja, Scarlet Spider-Man sieht geil aus. Wir können ja auch ganz kurz ins Menü, Anzüge, und da sehen wir ihn. Scarlet Spider, extrem geiler Anzug, oder? Hat schon echt Stil, getragen von Ben Reilly. Also, was haben wir hier? Irgendwie komisch, hier oben eine Marine-Forschungsstation zu haben. Aber von hier hat man einen tollen Blick auf den Fluss. Sobald gesundheitliche Probleme entstehen, können wir sie ganz einfach aus der Luft bekämpfen. Natürlich erst, sobald das System online ist. Okay, wir bekommen wieder hier Forschungspunkte. Okay, nehme ich natürlich mit. Wow, wir sehen einmal hier komplett die Stadt. Cooles Bild, sehr, sehr cooles Bild. Mal sehen, was wir machen müssen. Es hieß ja aus der Luft. Eine Marine-Forschungsstation, aber trotzdem müssen wir aus der Luft interagieren. Das Labor überwacht die Gesundheit der Meeresbewohner. Wir haben hier jede Menge Medikamente, falls du welche brauchst. Die Folgen der Krankheiten sind... Kein lebendes Wesen sollte so etwas erleben müssen. Anscheinend haben die Fische eine bakterielle Infektion. Ich kümmere mich lieber darum, bevor die Nahrung verseucht wird. Im Labor gibt es ein antibakterielles Spray, das die Fische heilt. Ich muss es nur auf das Wasser sprühen. Und zwar schnell, bevor die Menschen krank werden. Antibakteriell? Zuerst zu den Docks. Okay. Wupp, einmal hier rüber mit uns. In den Fässern finde ich sicher die Ursache des Problems. Ich muss sie aus dem Wasser holen. Okay, wie kriege ich die? Ah, so. Ein bisschen näher ran. Hey, Kumpel. Das ist Larry. Mein alter Bro. Alles klar, jetzt. Pass Nummer 1. Ich bin's, der freundliche Müllmann aus der Nachbarschaft. Klar, wir werfen das direkt hier rüber auf Larry. Warum nicht? Ich meine, klar. Ist ja nur mein Larry, der darunter leidet. Dann holen wir uns direkt mal hier drüben das nächste Fass. Gib mir... Die Fässer sind schlauer als die Typen, gegen die ich sonst kämpfe. Und weg damit. Schwupps, rüber mit uns. Okay, wie viele sind das insgesamt? 6 Stück. Oh, ich dachte schon, ich mache mich nass hier. Warte, wir können es auch anvisieren. Alles klar, das funktioniert. War das jetzt so intelligent? Ich meine, ich habe das Fass eigentlich im Grunde wieder ins Wasser geworfen. Jetzt ist der ganze Schmodder doch im Wasser drin, Spidey. Oder nicht? Ich würde sagen, ja. Achtung.
Und weg damit. Weit schleudern, mein Freund. Weit schleudern. Kann ich eigentlich auch, wenn ich hier in der Luft bin, weil ich habe ja hier so ein bisschen Zeitlupe, kann ich mir da was scrappen? Moment, ich will es mal probieren. Das geht, Freunde. Sehr, sehr cool. Achtung. Hep. Und wir machen hier einen... Geht nicht. Luftcrap wollte ich machen, aber geht nicht. Oh, wir können sogar nass werden. Normalerweise bei den alten Spielen war es immer so, wenn man nass wurde, wenn man irgendwie ins Wasser gefallen ist, dann... Das kann ich gar nicht anvisieren. Dann war man weg. Das geht nicht. Warum geht das hier nicht? Okay, jetzt geht's. Wo die Luft rein ist, kann ich in Ruhe sprühen. Gut, dann sprüh mal, mein Freund. Ich glaube, wir müssen hier drüben drauf. Ah, wir düsen einfach so rüber. Das ist cool. Wenn ich es gleichmäßig verteile, trägt es die Strömung überall hin. Okay, dann verteilen wir mal hier meine Spider-Man-Duftnote. Ein Hauch von Spider-Man. Sehr erfrischend. Hm. Minze. Minzman. Mintberry Crunch. Beerig und minzig zugleich. Keiner versteht die Macht von Beere und Minze und Spinne. Die Fische verteilen es untereinander. Das ist gut, weil ich nicht so weit rausschwingen kann. Die Wasserströmung zeigt, welches Gebiet ich noch versorgen muss. Okay, da drüben ist noch mehr. Noch mehr Verseuchtes. Boah, ich schwinge hier elegant über das Wasser drüber. Mehr Fässer. Auf jeden Fall die Quelle der Bakterien. Ich werde sie vernichten. Und raus damit. Spider-Man geht ein bisschen schwimmen. Das Gute an Fässern, sie schießen nicht auf mich. Ja, die sind lieb. Er hat eben gerade geschrien, du Dämlicher, du hast mich abgeworfen, du Idiot. Das Schlechte, sie wissen meine Witze nicht zu schätzen. Du armer Junge. So, verteilen wir den ganzen Schmodder. Ist Spider-Man wirklich gut? Ach, ich bin ja gar nicht mehr Spider-Man. Ich bin ja Scarlet Spider Ben Reilly. Moment, hier einmal rausspringen. Und schwupps. Eins fehlt noch. Sehe ich hier drüben. Alles bereit zum Sprühen. Alles klar, und wir sprühen rum. Wenn ich aus dem Wasser rauskomme. Kommt schon, ihr Fischchen. Das ist gut für euch. Lecker, lecker. Sprühsoße. Deswegen hatte ich nie ein Aquarium. Ich hätte voll gerne ein Aquarium. Irgendjemand meldet es sicher Jameson als Spider-Man, der Wasserverschmutzer. Aber meine Wohnung ist leider ein bisschen klein für das, was ich vorhabe. Kann ich bitte hier noch... Ich komme hier nirgendwo gerade raus. Nein, hier ist nichts in der Nähe, wo ich greifen kann. Jetzt. Okay. Ich muss irgendwo meine Flossenfreunde scannen und checken, ob sie gesund sind. Alles klar, dann checken wir mal. Was müssen wir hier tun? Moment, hier stand eben irgendwas. Was muss ich hier machen? So. Scan. Alle gesund. Also nach den Maßstäben der Docs. Wir haben einen Ausbruch im Keim erstickt. Nicht leicht für Oscorp, die Vorteile der Station kleinzureden. Das wissen die wenigsten. Spider-Man ist auch Meeresbiologe. Alter, was macht denn der hier? Ich dachte schon, der raucht eine Pfeife. Okay, was geschieht nun? Aquaman, jetzt kommt Aquaman aus dem DC Universe und verprügelt uns. Aber ja, wir haben die Fische gerettet. Die Begebenheiten in der Stadt haben sich deutlich verbessert. Ach, ich weiß wieso. Weil es muss Zeit vergehen, weil die Tageszeit an die Story gebunden ist. Was ich irgendwie nur so teilweise gut finde. Also mir gefällt es besser, wenn der Tag einfach durchläuft und wenn es dann halt mal eine Nachtmission ist, gut, dann wird es halt dunkel. Aber ich finde es immer ganz cool, wenn man auch Story-Missionen zu unterschiedlichen Tageszeiten machen kann. So wie in Red Dead Redemption oder Far Cry oder anderen Spielen. Finde ich immer ganz cool. Aber Spider-Man besteht irgendwie darauf, dass sie sagen, gut, die Mission, die muss irgendwie morgens gemacht werden, die andere mittags. Die hier am frühen Abend und so weiter und so fort. Wenn es denn sein muss. Scarlet Spider, Vorsicht! Toll! Hatte ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Der Times Square!
Was ist hier passiert? Irgendwas Böses ist doch hier im Busch. Auch nur ein Auto finden. Bin ich jetzt irgendwie nicht so spitz drauf? Nö. Spider-Man ist raus. Ich will eigentlich jetzt hier die nächste Story-Mission machen. Oh mein Gott. Erledigt. Dankeschön. Was bringt eigentlich die Polizei? Ups. Kann man da irgendwas machen? Alter, wie süß. Ja, kein Wunder, dass die Polizei hier so schlecht aufgestellt ist. Die haben hier voll die kleinen Karren. Wie der Kehrdienst. Polizei und Kehrdienst in einem. Neue Sparmaßnahmen von Bürgermeister Osborne. So, da drüben wäre jetzt wieder so eine Hilfsstation gewesen. Aber ich habe ja gesagt, es muss weitergehen. Ach, da drüben sind die echten Polizisten. Und nicht nur die Kehrdienstbrigade. Okay, schauen wir mal, wie die Story weitergeht. Ein bisschen Action für den alten Spidey-Boy. Herman, lang nicht gesehen. Ich bin zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Wer bin ich spielen? Nein? Wie wär's mit Daumenwrestling? Nein? Dann halt Boxen! Wow! Die Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst. Du willst kämpfen? Kämpfen wir! Mann, wenn ich dich wieder einbuchte, können wir endlich fachsimpeln. Weißt du noch damals? Ich, so jung und dumm. Du, wow. Einfach nur dumm. Du redest zu viel. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis? Gut, jetzt kann alles ich klar. Richtig punkten. Dann punkten wir mal ordentlich. Bam! Oh mein Gott. Warum tust du das hier, Herman? Weil die mich sonst umbringen werden. Holy shit. Frag nett. Dann vielleicht. Kumpel, beruhig dich. Beruhig dich. Okay, das funktioniert so schon mal nicht. Ich muss warten, bis er sich hier komplett entlädt. Ja, komm, schieß. Mach deinen Schuss. Okay, dann muss ich ein bisschen weiter weg. Ab die Post. Okay, nein. Der muss erstmal hier sich entladen. Oder? Weil ich kann ja nichts schießen. Der macht ja hier Gespamme vom Feinsten. Jetzt. Ja. Wir müssen einfach nur ausweichen. Na, Bruder. Wie läuft's? Ab in die Luft mit dir, denn da gibt's mehr Fokus. Los damit. Dann helfe ich dir. Du willst mir also helfen? Lass mir einfach das Geld. Nee, so läuft das nicht. Kann ich nicht tun, Bruder. Kann ich leider nicht tun. Fang! Aber hier, ich kann dir so einen Brocken geben. Den kannst du mitnehmen, als Andenken. Alter, geil, Freunde. Endgut. Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Weißt du, wie Bankraub heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Oh, warte. Oh, nein. Oh, komm schon, Herman. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß. Hör auf, tu dir den Gefallen. Wow. Alter. Komm schon. Beruhig dich, Kumpel, beruhig dich. Okay, jetzt, gib ihm. Das wird wehtun. Ah. Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das sind nicht mal Menschen. Unter den Masken könnte alles sein. Aha. Sagtest du Masken?
Oh, Scheit. Und zack, wieder drauf. Und oi, wieder auf die Fresse. Diese Maskentypen, wofür brauchen die denn das Geld? Weiß nicht, ist mir auch egal. Nach dem Job hier verschwinde ich. Ach, Schulzi. Okay, ich glaube, jetzt kann ich ihn gut treffen. Okay, fang! Und zwar mit deinem Gesicht! Okay, fang! Und zwar mit deinem Gesicht! Gib auf! Dann können wir dir helfen! Niemals! Du hast ja keine Ahnung! Was zum... Du Elender! Okay, letzte Chance aufzugeben. Er will's aber auch dieses wissen. Dieses Mal meine ich es ernst. Bleib stehen! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das war aber alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich. Ja, deine letzte Chance. Gib auf, bevor du dir noch wehtust. Ich sehe nichts. Ich häng irgendwie... Ich häng irgendwo fest. Mies, Alter, mies. Sorry, Herman. Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Hui, boah. Eben gerade war es ganz schön knapp. Also wenn er dich trifft, der haut dir hier wirklich, also 3 Treffer und du bist tot. Die Gegner kloppen ordentlich rein hier bei Spider-Man. Also auch die normalen Straßenboys. Mann. Er hatte wirklich Angst. Plötzlich findet man überall diese Dämonen. Tja, kaum ist der Kingpin weg, schon übernimmt irgendeine andere Mafia okay, die Gegend. Okay, Yuri, Schocker gehört jetzt euch. Gute Arbeit. Rath wartet eine Spezialzelle auf ihn. Und dieses Mal sorgen wir dafür, dass er hinter Gittern bleibt. Ach ja, er hat ziemlich sicher für die Dämonenbande gearbeitet. Dämonenbande? Oh, klingt wie eine Daily Bugle-Schlagzeile. Hey! Der Bugle ist eine renommierte Tageszeitung. Du meinst wohl Käseblatt. Hab gehört, die haben da ein paar echt gute Reporter. Egal, gibt es noch mehr Meldungen über Dämonen? Leute mit Masken? Ich erkundige mich. Übrigens, wie sehr hast du dort in der Bank randaliert? Das willst du vermutlich gar nicht wissen. Uff, das frage ich auch. Wahrscheinlich wäre es billiger gewesen, wenn wir ihn einfach hätten ziehen lassen. Schocker war schwer zu knacken. Mal sehen, was in der Zwischenzeit in der Stadt los war. Nein, nein, das wollte ich gar nicht. Oh mein Gott, der macht hier die Spezialfähigkeit. Weil ich noch im Sprint drin war. Ich will eigentlich nur den Turm da oben noch mitnehmen. Ja, wahrscheinlich haben wir mehr Schaden angerichtet als Schocker. Officer benötigt bei Turtle Bay. Was? Kampf gegen Dämonen? Feuergefechte? Klingt nach Spider-Man-Action. Ah. Und hier drüben hin. Und ich höre einen Rucksack in der Nähe. Na komm schon. Midtown. Abdeckung abgeschlossen. Rucksack direkt in der Nähe. Ja, wenn er dich einmal toucht, der böse Bube, dann fällt Spider-Man direkt aus der Strumpfhose. Ah, da drüben hängt der. Wie wir gehen. Süß. So, nehmen wir noch mit. Oh Mann. Ich wollte das Sportshirt waschen. Vor 6 Jahren. Puh. Alter, das stinkt. Vor 6 Jahren. Okay, so lange laufen hier schon die Ereignisse. Wir sind also alle nicht seit gestern, Spider-Man. Wir benötigen nach Autounfallhilfe. Officer bei Sutton Place. Augen auf. Verdammt, habe ich jemals Ruhe? Ein schlimmer. Menschen könnten verletzt sein. Ich werde helfen. Hey, bin den Berichten nachgegangen über Dämonen. Ja, und was ist mit den Dämonen? Talk to me, baby. Talk to me. Sieht aber sehr, sehr fetzig aus, was wir hier treiben. Okay, hier drüben hängt noch jemand.
Einmal. Und Autotür auf Zivilisten werfen. Yes. Sehr gut. Und da kommt auch schon der Krankenwagen. Gut, Freunde. Lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich gehe jetzt hier drüben noch eine Zeitung holen. Hey, bin den Berichten nachgegangen über Dämonen. Damit habe ich gerechnet. Waren recht fleißig diese Nacht, haben viele von Fisks Immobilien besucht. Sie sind hinter Fisk her? Alle Achtung! Denkst du das gleiche wie ich? Brodelnder Bandenkrieg? Gehen wir der Sache auf den Grund. Wurden alle Fisk-Immobilien diese Nacht angegriffen? Mal sehen. Die Patrouille hat Aktivitäten an einer seiner Werften. Entschuldigung, Verzeihung! Danke, Yuri. Ich schau vorbei. Alles klar, in der nächsten Folge schauen wir vorbei. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und tschüss!